Wir brauchen diesmal das Integral von einem Bruch, wo die Hochzahl oben größer ist als unten. Das heißt, klar, erstmal fährt man so die üblichen Standardmethoden ab. Kann ich das oben schreiben? Kann ich den Nenner hochbringen? Kann ich Substitution anwenden? Funktioniert alles nicht. Das heißt, irgendwann mal kommen Sie auf jeden Fall zum Punkt zu sagen, oh, es funktioniert nur noch Partialbruchzerlegung, wenn es überhaupt funktioniert. Also eben, und jetzt da beginnen Sie bei der Überlegung und sagen, oh je, scheiße, oben ist ja die Potenz höher als unten. Also starte ich erstmal mit Polynomdivision, weil die Partialbruchzerlegung funktioniert ja nur, wenn die Hochzahl oben kleiner ist als unten. Das heißt, meine erste Nebenrechnung, ich muss den Bruch vereinfachen. X hoch 3 plus 2x² minus x minus 6 und das Ganze teile ich durch x² minus 4 und habe x hoch 3 durch x gibt x. Zurückrechnen, x mal x² gibt x hoch 3, x mal minus 4 gibt minus 4x, schreibe ich unter die minus 4x, minus vor die Klammer, abziehen. Das fällt weg, hier habe ich 2x² minus x plus 4x sind plus 3x, minus 6, minus nichts sind minus 6. Jetzt geht es nochmal von vorne los. 2x² durch x² sind 2. Zurückrechnen, 2 mal x² sind 2x², 2 mal minus 4 sind minus 8. Minus vor die Klammer, das fällt weg. 3x minus nichts sind 3x, minus minus 8, minus 6 sind plus 2. Jetzt geht es nicht mehr weiter, das heißt, ich müsste jetzt noch teilen 3x plus 2, also das durch das, geht nicht mehr, also ist das mein Restterm. Das heißt, diesen ganzen Bruch, wie schreiben wir das hin, schreiben wir es dahin. Dieses ganze Integral, weiß ich, kann ich schon mal schreiben als Integral von x plus 2 plus den Restterm hier. Dx. Gut, die Nebenrechnung brauchen wir nicht mehr, die mache ich weg. Jetzt betrachten wir das Integral, das ich da erhalten habe. X plus 2 zu integrieren ist ja völlig stressfrei. Das geht einfach. Das Problem ist dieser Bruch und eben da kommt jetzt wieder meine Partialbruchzerlegung ins Spiel. Das heißt, ich muss eigentlich rausfinden, wie kann ich diesen Bruch 3x plus 2 durch x² minus 4, wie kann ich den geschickt zerlegen? Naja, ich brauche den Nenner 0 stellen. Wenn ich das 0 setze, die 4 kommt rüber und wenn ich die Wurzel ziehe, habe ich plus oder minus 2. Das heißt, ich kann diesen Bruch zerlegen in irgendetwas durch x minus die erste Nullstelle, also minus 2, plus irgendeine Zahl durch x minus die zweite Nullstelle, also x minus minus 2, also x plus 2. So, die Frage ist jetzt, was sind meine Parameter a und b? Dazu multipliziere ich diese Gleichung mit dem Hauptnenner. Das heißt, ich multipliziere mit der Klammer x minus 2 und mit x plus 2. X minus 2 mal x plus 2 gibt diesen Term. Könnte man auch erkennen, weil es ja eine dritte binomische Formel ist. Wenn nicht, multiplizieren Sie es aus. Das heißt, auf der linken Seite fällt der Nenner komplett weg, wenn ich damit multipliziere und es bleibt nur 3x plus 2 übrig. Hier a durch x minus 2, die Klammer x minus 2 fällt mit der Klammer weg, das a bleibt übrig und die Klammer x plus 2. Plus b mal, die Klammer x plus 2 fällt weg und es bleibt die Klammer x minus 2 übrig. Und jetzt setze ich geschickte x-Werte ein. Geschickte x-Werte sind meist die Nullstellen. Die Nenner Nullstellen, also die 2 und die minus 2, die ich vorher hatte. Wenn ich 2 einsetze, habe ich auf der linken Seite 3 mal 2 sind 6 plus 2 sind 8. Auf der rechten Seite in der Klammer 2 plus 2 sind 4. Also habe ich a mal 4.
plus in der Klammer 2 minus 2 gibt 0 mal b fällt weg. Ich habe also 8 gleich 4a. Wenn ich durch 4 teile, habe ich a gleich 2. Und jetzt setze ich einen x-Wert minus 2 ein. 3 mal minus 2 gibt minus 6, plus 2 sind minus 4. Rechts habe ich in der Klammer minus 2 und 2 sind 0, also habe ich a mal 0, fällt weg. Plus b mal in der Klammer minus 2 sind minus 4. Ich habe also minus 4 gleich minus 4b, das heißt b gleich 1. Deswegen weiß ich also, ich kann diesen Bruch hier schreiben zu 2 durch x minus 2 plus b war 1, 1 durch x plus 2. Und jetzt habe ich es geschafft, auch diesen Bruch hier noch zu zerlegen. Das heißt zusammengefasst, wo schreiben wir das hin? Das machen wir mal weg. Und ich schreibe das Ganze jetzt hier nochmal rein. Also, Integral x plus 2 bleibt gleich. Und diesen Bruch, eben den habe ich ja zerlegt in 2 durch x minus 2 plus 1 durch x plus 2. So, jetzt mache ich die Zeile auch weg und jetzt haben wir es vereinfacht. Das heißt, eben jetzt habe ich diesen ausgänglichen Bruch, oder wie man das auch immer formuliert, einen Ausgangsbruch, so stark vereinfacht, dass ich problemlos integrieren kann. Also die Stammfunktion angeben kann. Wenn Sie also möchten, könnte ich das auch so aufschreiben. X integriert gibt 1/2x². 2 integriert kriegt ein x hinten dran, also 2x. Plus ein einfacher Bruch. Die 2 bleibt stehen. Und aus x minus 2 wird ln von Betrag x minus 2. 1 durch x plus 2 wird ln von Betrag x plus 2. Eventuell, wenn Sie wollen, noch ein plus c hinten dran, hinter die Stammfunktion. Und das war's.